Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit der nächsten Folge unserer Franchise, beziehungsweise mit der ersten richtigen Folge. Ihr seht, ich habe keinen Greenscreen heute hinter mir. Mein Klebeband dafür ist alle, denn ich habe ja keinen richtigen Greenscreen, auch wegen Platzgründen, sondern ich hatte hier immer ein Stativ, Greenscreen da oben festgebunden, beziehungsweise meine Decke da oben festgebunden und dann da am Schrank festgeklebt und mein Klebeband dafür ist alle und ich habe keine Lust, neues Klebeband zu holen. Deswegen erstmal so, ich habe zwar kein Panther-Shirt, wie ich es für Alabama hatte, aber dafür, die Farbe müsste halbwegs klar gehen. Ich kann es die Woche auch noch anpassen, dass es dann besser wird, aber das ist der Farbcode der Carolina Panthers auf jeden Fall. Kann sein, dass ein bisschen zu hell, zu dunkel ist, was auch immer. Auf Kamera sieht es meistens nicht ganz so cool aus wie in echt. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr vermisst den Greenscreen nicht allzu sehr. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Ach so, und nach einer halben Stunde ungefähr müsste meine Kamera aufhören aufzunehmen. Da muss ich einmal wieder anmachen, damit sie weiter aufnimmt. Ich habe letztes Mal gecheckt, die macht ein Geräusch. Also müsste ich das eigentlich mitkriegen? Wenn nicht oder wenn zu spät, dann sorry. Aber ihr werdet auf jeden Fall zwischendurch ein paar Sekunden Facecam-Ausfall haben. Das ist relativ normal. Season Goal. Wir müssen uns mal überlegen. Ich glaube, 7 Siege müssen drin sein. Wenn ich weniger als 7 Siege hätte, wäre ich sehr enttäuscht. Make the Playoffs muss unser Ziel sein. Ist anscheinend aggressiv, aber nehmen wir trotzdem. Ich weiß auch gar nicht, ob das angepasst wird oder nicht, je nachdem, was man halt für ein Team hat. Ob bei den Saints Side zum Beispiel auch aggressiv stehen würde für das Saisonziel, Playoffs erreichen, was ein bisschen dämlich wäre, aber gut. Erstes großes Problem, Jungs, wir gucken uns das an. Im letzten Preseason-Spiel, ich habe die alle simuliert und im letzten Preseason-Spiel ist es passiert. Ah, ich wusste noch nicht, was er hat. PCL-Tier, Parsche, okay, teilweise nur. 6 Wochen raus. Heißt natürlich nicht auf IA, aber er kommt dann erst in 6 Wochen wieder. Und Linebacker ist sowieso schon eine kleine Problemstelle von uns. Joey Sly wurde gesigned von den Raiders. Nicht so schlimm, weil ich meine, Kickerverletzung habe ich noch nie gesehen in Madden und wir haben ja Graham Gano. Ja, und da müssen wir uns halt, wie gesagt, nicht so Gedanken drüber machen, dass er sich verletzt. Gucken wir uns mal unser Team an. Offensiv habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Nur halt die Cuts und so weiter. Und Ian Thomas ist jetzt Starter. Ansonsten defensiv haben wir Mark Barron geholt. Eigentlich als Left-Outside-Linebacker. Aber dadurch, dass Shaq Thompson verletzt ist, ist er jetzt halt unser Starting-Middle-Linebacker erstmal. Und ich glaube, Jermaine, wer auch immer, Carter auf jeden Fall, spielt weiter auf Outside-Linebacker. Und wir haben Eli Apple geholt als Cornerback Nummer 2. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus, wenn man jetzt einen 76er da hat, als wenn man einen 68er da hat. Ansonsten, ihr seht es vielleicht hier an Gross Matos, Chin und Brown. Ich habe die Development-Trades hochgestellt. Problem ist, Superstar übernimmt er direkt, aber Star geht auf Hidden. Und wenn wir uns jetzt hier mal die... Moment, da muss ich ihm direkt seinen Punkt geben, egal. Wenn wir uns danach bei Hidden die Snaps angucken, sehen wir unser wunderschönes, überhaupt nicht nerviges Madden-Problem seit 1000 Jahren mal wieder, dass die Snaps nicht gezählt werden. Also geil, danke dafür. Ich bin die anderen Teams auch durchgegangen. Ich glaube, ich habe bei fast jedem Team mindestens einen auf Star gestellt, bei vielen Teams auch einen auf Superstar sogar. Hohe Picks halt in der ersten Runde habe ich auf Superstar gestellt. Und wie gesagt, ansonsten ein paar auf Star. Die Verträge habe ich noch nicht angepasst. So, das erstmal zu eurem Feedback. Die Slider lassen wir erstmal so. Gucken halt, wie die ersten Spiele sind. So, wir fangen natürlich direkt an gegen, oh, shit, gegen Aaron Donald. Dieses Ganze mit dem X-Factor, Defensive End, bla bla bla, finde ich so langweilig in dem Spiel. Die Idee war ganz cool, aber es ist wirklich nur lästiges Rumgeklicke und verändert nicht wirklich meine Spielweise, wenn ich ehrlich bin. Nächste Sache, paar von euch haben gesagt, X-Factor-Fähigkeiten an, paar oder generell Superstar-Fähigkeiten, Fähigkeiten an, Fähigkeiten aus. Habe ich beides gelesen. Wenn ich dran denke und wenn ich den Zeitpunkt finde, es ist unwahrscheinlich, aber eventuell packe ich jetzt, muss ich wieder nachdenken, da, ich glaube da, eine Abstimmung hin, ob ihr das wollt oder ob ihr es nicht wollt, aber es kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Falls ja, falls ich es vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare, dann führe ich eine Abstimmung für die Kanalmitglieder durch. Wir haben noch ein paar Spieler zu upgraden, oh, Brian Burns sogar, stimmt, hat man eben in der Grafik gesehen sogar, ich Dummkopf. Nice, 81er Speed Rusher. Finesse Moves plus 1. Was hat denn der für Finesse Moves eigentlich? 85. Okay, bei ihm wird einfach gezählt, hidden. Vermutlich, weil er von Anfang an hidden war. Und Derrick Brown, nice, kriegen wir auf 79 schon. Mit noch einem müsste er dann quasi direkt seine Superstar-Fähigkeit haben. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, wie Madden darauf reagiert. Jeremy Chin kriegt auch ein Upgrade. Lassen wir den mal bei Hybrids. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Scheme, wie gesagt, ist echt relativ unwichtig. Okay, was hast du eigentlich? 90. Oh, 49 Play Recognition. Meine Fresse. Okay, und ansonsten. Moment mal, bist du nicht? Ich war eigentlich der Meinung, ihn in meinem Practice Squad getan zu haben, aber egal. Bei dem Rest würde ich jetzt mal sagen: Auto Upgrade, habe ich keine Lust durchzugehen. Nice. Okay.
Rams zu Hause, Joey Sly hatten wir schon angeguckt. Ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu tun, würde ich sagen. Ich kann euch noch mal kurz meine Slider zeigen. Ich kann euch noch mal kurz zeigen, dass ich an den Slider nichts verändert habe. Die sind alle ganz normal. Wir hatten ja gesagt, wir gucken die ersten Spiele mal, wie die Slider so aussehen und wie das Ganze wirkt, ob wir an den Slidern was ändern und so weiter und so fort. Meine Settings sind auch noch ganz normal. Und dann würde ich sagen, können wir direkt reingehen ins erste Spiel. Ja, alles noch normal, geil. Gegen die Rams. Das wird natürlich schon mal sehr, sehr ärgerlich, gerade wenn die X-Factor-Fähigkeiten dann aktiviert werden, irgendwann von Aaron Donald oder Jalen Ramsey. Egal, erster Härtetest der Saison, direkt mal zu Hause gegen die Rams. Drückt mir die Daumen. Yo! Ich habe die Kommentatoren angemacht, mal gucken. Ah, da sind sie. Ist natürlich schade, dass die Rams jetzt nicht ihre neuen Jerseys haben werden. Ich mache meinen Ton ein bisschen leiser. Ich hoffe, ich höre das Kamerageräusch, wenn es bei 30 Minuten ist. Cam Newton at the Carolina Panthers. Danke dafür. Alles klar. Cam Newton ist halt nicht mehr bei uns. Und so. Ah, ich glaube, ich habe Cam Newton nicht als Free Agent verschlechtert, sondern nur AB und Luke Kuechly. Luke Kuechly habe ich sogar vergessen. Es kann sein, dass irgendwer Luke Kuechly hat. Das muss ich noch nachholen. Ich habe AB und Andrew Luck verschlechtert, damit die nicht irgendwo spielen. Cam Newton habe ich nicht verschlechtert. Ist ja auch logisch. Aber Luke Kuechly habe ich wirklich vergessen. Hoffen wir mal, dass er nicht direkt hier spielt. Dann kann ich es immer noch ändern im Nachhinein, wenn ich dran denke. Da war Ogbonnia Okoronkwo. Geiler Kerl. Ach so, letzte Sache war noch. Jemand von euch hat gesagt, übrigens cleverer Kommentar, big up an dich. Ich soll mit dem New Orleans Playbook spielen, weil ja Joe Brady, der neue Offensive Coordinator ist, der von LSU kam und bevor er bei LSU war, hat er seinen Anfang als Offensive Assistant gemacht bei den Saints. Deswegen haben wir jetzt offensiv das Saints Playbook und defensiv Jacksonville, glaube ich, um halt das 4-3 zu haben. So, da ist er. Der gute Wir. Simba Webster. Okay. Fullback natürlich drin. Green Bay gewinnt erstmal das erste Spiel. Mich haben auch noch ein paar Leute gefragt, ob man es nicht so einstellen könnte, dass wir quasi Start Now spielen, also mit dem Spielplan nächstes Jahr und so weiter. Aber alles, was einem quasi das zweite Jahr angenehmer gestalten würde, wenn man aktuell jetzt spielen würde, also die echten Rookies oder die echten Free Agents oder sowas, das macht EA und Madden natürlich mit Absicht nicht. Weil es ansonsten weniger Leute geben würde, die sich das neue Spiel kaufen. Deswegen kann man das natürlich nicht, leider. Ne, wisst ihr was? Wir lassen die mal. Wir lassen das mal. Und wir fangen mal mit was ganz Basic-mäßigem an. Cover One, Hold Press. Ich weiß nicht, ob ich wirklich pressen will mit meinen Cornern, fällt mir gerade ein. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich viel Man spielen will mit meinen Cornern. Ah, Mark Barron wurde aufgehalten. Ey, 77, ist es? Kann ja nicht Whitworth sein, oder? Egal, 77 hat auf jeden Fall gerade beide geblockt. Es ist Whitworth, nice. Kann ja mal passieren. Devontae Freeman! Jungs, ihr habt Cam Akers. Ihr habt Cam Akers. Es sei denn, er ist verletzt, aber Cam Akers dritter Running Back. Frechheit. Pure Frechheit. Das ist immer ein bisschen schade. Irgendwelche fraglichen Free Agent Signings. Aber da kann ich nicht wirklich viel gegen machen. Ich werde jetzt halt auch nicht Devontae Freeman runterstellen. Out of bounds! Okay, dritter und sechs. Eli Apple war da. Blick auf unsere Defense. Derrick Brown spielt ein bisschen Steinschere Papier mit Kawan Short. Außen unsere beiden Speedstar Linebacker. Dickes Cornerbacks, dickes Oh. Unsere Back 7 ist Unsere Back 7 könnte kritisch sein, ja. Wir müssen wirklich viel versuchen mit Speed zu arbeiten. Ich steuere mal Chin, weil der Play Recognition 49 hat. Oh, ja. Ich bin gerade schön mit Eli Apple nach links ins Ausgerannt, weil ich den Spieler aus Versehen gewechselt habe. Ich hätte einfach mit Chin weiterrennen können auf dem Hitstick hoffen, aber
Oh ne, falsch rum. Warum meinte ich das? Ja, wenn ich euch ein was sagen kann, gewöhnt euch wirklich dran, Autoflip auszuhaben. Oh shit, das war natürlich meiner. Ich hatte zu viel Angst, weil ich weiß, dass der andere Hook nicht mitgeht mit dem Crosser. Und ich wusste, dass der Crosser weitergeht. Und dass die Tiefe zu deep spielt, Hook geht nicht mit. Die Flat auf der Seite spielt logischerweise zu flach. Aber dadurch, dass ich mit dem mitgegangen bin, war quasi der andere frei. Das ist ein bisschen kritisch. Das ist ein Lauf. Das ist ein Lauf und ich bin raus aus meiner Gap. Dreck. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine besonders kluge Strategie hier ist, aber wir machen es einfach trotzdem. Oh! Wir müssen halt auch erstmal unsere defensive Identität finden, ne? Oder generell unsere Identität. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie das offensiv funktioniert. Sam Boots 2, den habe ich gesucht. Ja. Oh. Ah, aber das wollte ich gerade sagen, das ist wenigstens Cam Akers. Wusste ich doch, dass das keiner von den Dreads-Dudes war. Shit, aber das ist gerade irgendwie maximal zu einfach. Was ja schon, für die meine ich. Was ja schon mal sehr gut ist, weil ja ansonsten teilweise unser Problem war, dass die selbst auf All Madden zu schlecht spielen. Dammit. Aber gerade nehmen die uns auf jeden Fall gut auseinander. No, Goal Line. Spiel an der Goal Line gerne Guts. Problem ist, ich bin jetzt, glaube ich, der Boss. Nice. Ist es Derrick Brown? Nee. For one short ist es. Dritter und Inches und die gehen in Empty. Ey, das ist ja tatsächlich sogar mal was, was man auch in echt sehen könnte. Das gefällt mir gar nicht. Nice. Habe ich den Spy noch geschickt. Goff hatte Angst. Ball weggeworfen. Vierter und Inches. Glaub nicht, dass sie dafür gehen. Come on. Brian Burns. Erstes Field Goal der Saison. Ach, schade. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich da direkt durchkomme und den blocken kann. Egal, drei Punkte nehmen wir. Dafür, wie die eigentlich durchmarschiert sind, nehme ich das absolut. So, zeig mal was, Curtis. Nope. Rechts nichts offen, links nichts offen, versucht eine Kurve zu rennen, war dumm. Hätte einfach nehmen sollen, was da war. Hätte ich jetzt für mich noch 3-4 Yards mehr gehabt. Teddy McTeddy. 75 overall. Bitte spiel nicht wie AJ McCarron. Bitte ge- Oh, im Training, ich habe Verticals gehabt, glaube ich. Der hat ein, zwei Würfe so derbe überworfen im Training. But his touch, decision making, ability to make plays, that's why Teddy Bridgewater has a chance to be a top. Das war doch einer meiner Lieblingsläufe, oder nicht? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir Curtis Samuel auf dem Dude hier haben und dass der dann. Oh ne, wir haben Double Team auf dem Dude, jawohl! Und Christian McCaffrey direkt erstmal 11 Yards. So muss das laufen. Gott sei Dank haben die beiden Receiver den gedouble Team. Ne, einer alleine hätte den nämlich ziemlich sicher nicht gekriegt. Ah, das war einer meiner Lieblingsspitzige, genau, ich irre mich. Ich habe mich geirrt, es war gar nicht der Inside Zone, es war der Power. Oh, shoot. Okay, da, vielen Dank für deinen Dienst, 74. Du hast niemanden geblockt. Nicht Inside Out, nicht Outside In, du hast einfach niemanden geblockt. Das liebt man. Die Rotation verwirrt mich. Oh ja, oh ja, oh ja. Jawohl. Robbie Anderson, 19 Yards. Jalen Ramsey mit dem Tackle, wie es aussah. Okay, gehen wir mal aus der Pistole raus und suchen mal Wire of Trio. Wir haben ja nach wie vor Christian McChristian, ne? Teddy McTeddy und Christian McChristian, beste Offense. Ah, Christian McChristian. Wieder nicht die ideale Route gelaufen, um den eingeblockten Typen da. Schade, ey. Screens sind echt noch nicht so das Gelbste vom Ei. Mm.
Wir haben hier doch einen erzwungenen Outside Release. Oh ja, mehrere sogar. Ich kenne meine Superstar-Fähigkeiten gar nicht. Streak Specialist. Na, da haben wir doch direkt mal einen Einsatz. Und du bist 1-1. Oh. Ich wollte ihm einfach einen 50-50-Ball werfen, aber in dem Moment wurde ich schon von Aaron Donald umgehauen. Ja, gut, das könnte halt. Oh, Taysom. Nee, danke, nein. Das könnte kritisch sein. Ah, Wired Halfback Swing. Hey, Saints Playbook ist low-key sehr, sehr sexy. Aaron Donald ist low-key sehr, sehr gruselig. Ich wollte schon extra ein bisschen früher, als ich gewollt hätte, werfen. Der wäre vermutlich ein 50-50-Ball geworden. Wie man Madden kennt, wäre es ein Pick gewesen. Aber dann wurde ich schon umgehauen. Oh, was ein Punt. Was ein Punt innerhalb der 5. Das kennt man ja gar nicht von mir. Vielen Dank dafür. Wer ist das? Palladi? Ah, ich weiß es echt nicht. Goal Line Normal. Okay, gut. Wir matchen Heavy mit Heavy. Guts. Come on. Kunaschik, ey. Schwer. Ah, der stolpert noch nach vorne für 7, ey. Shit. Na gut, Hit me. Jawohl! Henderson war das, ne? Ne, Freeman, nur mit einer komischen Nummer. Habe ich mir vorhin nicht genug angeguckt, die Nummer. Okay, 3. und 4. Gun empty. Haben wir nicht doch den Nickel. Aber er kriegt einen Bluff Blitz. Ah, schade. Die Bunch da links zu haben, fand ich sogar eigentlich ganz geil jetzt. Gucken, ob die nochmal das gleiche machen. Ja. Ja, er kriegt einen Bluffblitz, wie gesagt. Damit spielt er einen 3-Rack. Jetzt muss ich nur hoffen, dass der andere Linebacker schnell genug rauskommt. Komm. Jawohl, starkes Tackle. 25? Wer ist 25? Wer bist du? Dreh dich um. Ich will nicht ins Menü gehen. Ah, Pride. Nice. Rookie Tackle. Da macht auch sein 38 Speed oder sowas nichts aus. Okay. Freie Fläche rechts. Ah, nicht frei genug. Ah! Oh, schade. Ah, den einen Schritt mehr. Egal, super Return. Super Block. Der eine noch, der ihn da nach außen weggeblockt hat. Er hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da kommt das Habt her. Tight. Hier haben wir doch. Ah, wir haben nicht den Stretch. Na egal, dann eisern wir uns jetzt mal unseren Weg hier durch. 20 Yards, um Aaron Donald wieder aus seinem Dings rauszukriegen. Vorher habe ich eigentlich gar keinen Bock zu passen. Und das waren mal erstmal schön 2 Yards. Danke dafür. Ich hasse es. Die haben sich beide links einfach wieder 1000 Yards von ihrer Slant wegtragen lassen und sind erst 100 Yards upfield gegangen, Alter. Schwer. So lange darf ich natürlich den Ball nicht behalten, aber ich wusste, dass die Slants offen sein werden. Aber theoretisch hätten sie halt viel früher offen sein müssen. Komm. Ah, du Eichelkind. Ah, Hauptsache einer von euch sagt, Tight End wird kein Problem sein. Ian Thomas. Tight End muss den haben. Wenn Wide Receiver den droppt, bin ich schon sauer. Tight End muss den haben. Dafür hat er zu viel Zeit gehabt. Ihr seht, er hatte so viel Zeit, dass ich nicht mal. Oh, Alter, mein Gunner links wurde komplett kaputt gemacht. Ich glaube, so auch wieder Pride. Er hat so viel Zeit gehabt, dass ich nicht mal auf X gefangen habe, sondern auf Viereck für Run After Catch, weil ich gedacht habe, ich krieg noch 2-3 extra Yards und er dreht sich um, wird einmal an der Schulter berührt und Mann. Aber geiler Punt wenigstens. Angst rechts. Nix ist.
So, 2009. Bleiben wir mal vor 6 drin. Das ist recht logischerweise, wenn die Nummer 2 Wideouts hier sind. Hardflaps, Baseline. Noch. Oh! Und Boston? War das Boston? Boston oder Baron wurde gerade gut kaputt gemacht von dem Spin-Move. Ich bin da schon am Nope sagen, auf einmal Spin-Move und der eine, wo ich mit dem Tackle gerechnet hätte, ist komplett weg. Oh, Glück gehabt. Mit bisschen Glück bricht der Tackle und ist drüber oder dreht sich raus oder so. Und so ist es wieder ein Punt. Hatte ich jetzt Baron und Whitehead drauf? Eigentlich hätte ich da ja gerne Chin und irgendwen anders als Safety, aber ich glaube, ich habe nicht genug fähige Leute, die da Safety spielen können dann in der Position. Und haben aus dem ersten Punt gelernt. Alter, was? Das sind für, ja, okay, es ist Hacker, ne? Ne, Hacker? Ich verwechsel ganz häufig Panther und Kicker, Jungs. Falls mir das passiert ist. So, was haben wir in Week denn Schönes drin? Gut. Komm, aber eigentlich kann ich hier auch nicht auf gute Blocks oder sowas hoffen. Shit, den hätte ich links tragen müssen. Ja, absolut richtig, hätte ich links tragen müssen. Den hätte ich links tragen müssen. Nur clear out. Ah, der war dumm. Der war maximal dumm. Ich wollte ihn eigentlich früher werfen. Ich hätte ihn früher werfen können. Ich hätte ihn später werfen können. Aber definitiv nicht in dem Moment, in dem ich ihn geworfen habe. Das war der einzige richtig dumme Moment. Und das war wieder so eine Mischung aus, ah, wirf ihn doch schnell, dann, ah, doch nicht. Und dann, yes, sir. Jawohl. Das ist doch mal was. 5 für 25, ohne wirklich gute Blocks. Obwohl, hier waren die Blocks schon ganz gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Nehme ich. Nächster Screen-Versuch. Der erste hat nicht so ganz funktioniert. Wir brauchen nur noch 4 Yards, um Aaron Donald aus dem X-Factor rauszuhaben. Ah, shit, minus Yards. Ah. Thomas, es kann sein, dass du äußerst frei bist. Ja. Viereck. Dritter Sack, Aaron Donald. Ah, weia. Dieses Spiel. Wir sind noch im ersten Viertel, wa? Ne, im zweiten. Na, dann geht's ja. Wie ich den rausnehmen? Shit. Komm. Jawohl, danke. Robbie Anderson, stark. Starker Ball. Starker Wurf. Also nicht jetzt von mir, sondern im Sinne von, der kam exakt dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. Und das ist stark. Mike Davis, komm, zeig mal was. Backup Running Back. Ey, wirklich, man drückt die ganze Zeit X und Bridgewater. Deswegen mag ich übrigens auch die Huddle-Animation, weil das ein sinnvoller Grund dafür war, dass man nicht schnell snappen konnte. Wisst ihr, jetzt, wenn ich wirklich schnell snappen will, aber Bridgewater einfach immer im gleichen Tempo nach hinten schlendert. Halt, ich wollte doch gar nicht den. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Okay, wir sind. Ja, mit genau sind wir in Fickle, Mensch. Ich wollte eigentlich. Was wollte ich machen? Ah, Saints Halfway Greer wollte ich spielen. Thomas. Jetzt aber. Jawohl, jetzt habe ich mit X gefangen. Okay, 1:20 noch zu spielen. Facecam müsste noch laufen übrigens. Hilft euch natürlich auch nichts, falls ihr nicht mehr läuft, aber sie müsste noch laufen. Okay, das heißt, jetzt versuchen wir die Uhr runterzuziehen. Und ich nehme mal schon so viel wie möglich Zeit jetzt, denn wenn ich die Rams wäre, würde ich nach meinem nächsten Snap ein Timeout nehmen. Ich hätte eventuell jetzt schon vorher ein Timeout genommen, aber spätestens nach dem nächsten Snap würde ich ein Timeout nehmen. They'll try to run with McCaffrey.
Was war 75 Mission? Moment, da müssen. Oh, die nehmen keinen Timeout. Krass, aber wir müssen uns bitte trotzdem mal angucken, was 75 da gerade gemacht hat. Kommt der rüber als Pull, ne? Guard. Danke. Was ist deine Mission, in deinen eigenen Dude reinzurennen, Alter? Renn entweder inside, was jetzt ein bisschen dämlich gewesen wäre, und versuch den Safety da oben, John Johnson oder wer auch immer das ist, zu blocken. Oder renn outside und versiegel den nach außen. Irgendwas. Rennt in seinen eigenen Kerl rein. Offensive Line-Logik dieses Jahr ist viel besser geworden. Having a whale of a time. YF Trio. Haben wir einen Dive? Nein, haben wir nicht. Haben wir Trips? Nein, haben wir nicht. Shit. Dann nehmen wir die Doubles, spielen den Dive. Ich habe die Zeit im Blick, keine Angst. Oh ja. Oh, was? Unlucky. Ich habe sowieso noch einen Snap letztendlich. Ich nehme bei 8 das Timeout. Obwohl man natürlich von der 1, wenn ich jetzt nicht reinkomme, immer noch drüber nachdenken könnte, dann dafür zu gehen, so, ne? Aber, Come on. Playmaker in Space! Oh, ich wollte schon sagen. Ich habe nämlich auf Viereck gedrückt zum Springen und genau da kam halt diese Tackle-Animation. Und ich dachte schon, er hat es jetzt nicht reingeschafft, deswegen. Damn. Und ich glaube, wir kriegen den Ball in der zweiten Hälfte, ne? 4 Sekunden. Ich wünschte, es würde einen ordentlichen Squib-Kick geben, aber wir squippen den mal nicht, sondern kicken ihn einfach ein bisschen kurz. Oh, das ist vielleicht schon zu weit. Ich habe den Bogen verändert, ne? No, der kommt in. Okay, nice. Das ist quasi meine Squib-Kick-Alternative jetzt. 2, 1. Wie lang steht denn bitte die Uhr auf 1? Was ist das denn? Okay, die knien sowieso ab, aber meine Fresse. Oh, dann kann ich die Facecam neu starten. Ich bin so ein Genie. Genau zur Hälfte. Okay, wir sehen uns in der nächsten Hälfte. Maybe you take a shot here. Maybe you get some momentum going into the half. What's the flip side of that? You do something crazy, quarterback gets hit, ball comes free, and now you're down an even bigger margin. Go ahead and take this one. Go to the locker room. Start over. All right, Brandon. Thanks very much. And welcome back to football, everybody. We've got a full slate of 16 games here to start the new season. So let's take our first trip around the NFL. We'll begin our tour up north. Atlanta paying a visit to Minnesota. And it's the Falcons who are out in front in the second quarter. 2 touchdown passes there for the former MVP, Matt Ryan. From there, let's get to Philadelphia as we check on the Eagles at home at Lincoln Financial Field. And they have the lead over the visiting Washington Redskins. Carson Wentz has thrown a couple of touchdown passes there. Finally, we finish at MetLife Stadium to see what's going on with the Jets. And you can see they trail the visiting Buffalo Bills in that ball game. Josh Allen has thrown 2 touchdown passes. Meanwhile, in our game, not a lot of offense to go around. 7-3 is our score. Will we see things open up in the second half? To find out, we get it back to our guys in the booth, Brandon Godden and Charles Davis. Und zu mir natürlich auch. Der Clap ist übrigens nur zum Synchronisieren von dem Bild und dem Gameplay-Bild. Weil ich auf beiden Ton aufnehme und dann habe ich die Tonspuren nicht quasi einfach übereinander schieben. Was war das für ein Joke? Egal, habe ich die Tonspuren nicht einfach übereinander schieben kann. Und dann ist es automatisch synchron. Ja. Echt wenig Yards bisher, wa? Ey. Ah! Unnötig. Unnötige Aktion. Ich wollte in Scramble-Modus, aber warum macht der den Haken nach rechts, nach links? So wie die manchmal wegrutschen, wenn du in Scramble-Modus gehst. Ah, 5. Sack, cool. Echt wenig Yards bisher, habe ich das Gefühl. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die erste Hälfte sehr, sehr schnell vorbeiging. Aber eigentlich stimmt es ja gar nicht. Oh, schade. Wenn DJ Moore den eine Sekunde noch länger hält, ich glaube, es war DJ Moore, dann bin ich weiter weg. Damn it! Okay.
Saints Playbook, was kannst du noch? Ah, gucken wir uns mal weiter an. Option mag ich nicht, die kommen weg. Oh, was? Ich wollte ihn eigentlich halt viel höher, viel weiter werfen, damit er seine Speed ein bisschen ausnutzen kann, seine Geschwindigkeit. Das hat nicht geklappt, deswegen meinte ich auch, oh, dann hätte er den beinahe trotzdem noch gehabt, krass. Ja, ah, 15. Er ist 15, er hat seinen Block verhauen. Dammit. Roberts ist es. Ah, schade. Wenn ich den gekriegt hätte damit. Aber ja, Ian Thomas, zweiter Catch. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit vielleicht ein bisschen kurz habe oder sowas, aber irgendwie kommt mir das wirklich ein bisschen schnell vor. Nice, nehmen wir. Okay, jetzt keinen Quatsch machen, denn wir sind schon in ganz guter Position, um das Ganze in ein Two-Possession-Game umzuwandeln. Oder halt mindestens so hinzukriegen, dass sie einen Touchdown brauchen, um überhaupt auszugleichen. Oh, zu weit. Zu weit. Ich dachte, okay, es ist nicht Jalen Ramsey. Wir haben da Streak Specialist. Dann können wir es auch mal probieren, aber. Oh, McCaffrey ist nicht da. Das ist natürlich immer praktisch. Oh, yeah! Was war das für ein Stiff-Arm? Das weiß ich nicht mal selber. Ja, McCaffrey, komm einfach nicht wieder in der Red Zone. Was los? Oh yeah, da sind wir an der 2. Da kann McCaffrey jetzt reinkommen und sich direkt seinen nächsten Touchdown abholen. So läuft das. Goal Line, Flip, Power, Christian McCaffrey ist wieder drin. Auf Aaron Donald drauf, come on. Oh ja, da sind wir. Da sind wir. Da ist der nächste. Und CMC mit dem Tanz. Man kennt's. Damit ist ein Two-Possession-Game. Keine Turnover bis jetzt, ne? Ich glaube, wir hatten Fumble, aber den haben wir direkt selber recovered. All I do is give it up? Nee, keine Ahnung. Take-off out of bounds. Und sie fangen an mit der 25. 14-3. Kann man mal machen. Single-Leg-Bunch. Cover 3 ist dämlich. Was mache ich hier? Chin mit dem Tackle. Nice. Oh, sogar Tackle for loss. Ich brauche 47. Ja, ja, wir haben echt, echt wenig Yards. Ich weiß nicht, ob das an den Slidern liegt, aber ich denke vermutlich eher an der Zeit, ne? Ist auch geil, dass ich extrem schwache Linebacker habe und dann die ganze Zeit 4-6 spiele, ne? Oh, ja, Chin. Nice. Ich habe einfach nicht umgeschaltet, glaube ich. Also, die haben mir nicht den falschen Spieler gegeben oder so. Ich glaube, ich habe einfach wirklich verpeilt, umzuschalten. Natürlich die falsche Draft-Class gewesen eben. Ich habe schon wieder... Ich wollte gerade sagen, ich habe schon wieder... Nice! Komm schon. Reicht nicht. Ah, dann... Tyre Whitehead nicht schnell genug. Egal, trotzdem ist der Pick da. So sieht das aus. Da ist das erste Turnover. Ich rede gerade noch von Turnover und da haben wir es. Und da ist es doch 21 zu... Ah, schade. Jalen Ramsey war zu schnell. Ich habe zu voreilig geredet. Kann ja mal passieren. Egal, Goal Lane haben wir dominiert bisher. Ups, wie gut. Können wir mal gucken, ob wir weiter dominieren. Eigentlich erstaunlich bei dem Line-Matchup. Oh, was? Das hat nicht gereicht. Damn, okay, first and goal. Das war ein neues
Neues First Down auf jeden Fall. Quarterback Sneak. Kommt drauf an, wie die slanten. Ich nehme mal trotzdem lieber die hier. Nope. Wieder keine schöne Animation. Kann natürlich passieren, dass es nicht klappt, logisch. Aber es ist wieder keine schöne Animation, einfach wegen den verschiedenen Geschwindigkeiten. D-Line bewegt sich auf einmal doppelt so schnell wie Quarterback. Das mag ich nicht. Aber ich glaube, für einen Sneak ist es auch schwer, eine gute Animation zu finden. So, jetzt zum Beispiel kann ich es nicht machen, weil beide Gaps zu sind. Aber McCaffrey mit seinem dritten Touchdown. So muss das doch sein. Und der ist wieder am Tanzen. McCaffrey macht den Robot. So muss das. Okay. Drei Touchdowns. Ah, Gott sei Dank. Drei Touchdowns und alle drei Goal-Line. Alle drei von höchstens, ich glaube, 2 Yards außerhalb. So kennt man es. Ey, diese eine Obstfliege fliegt die ganze Zeit im Kreis um mich rum. Das nervt mega. 2:10 noch im dritten Viertel. Natürlich noch nicht alles gewonnen, aber es ist ein Three-Possession-Game. Und das ist schon mal wichtig. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mehr gegen den Lauf chillen, ein bisschen mehr im Nickel wohnen quasi. Ja, nice, Mark Barron. Nice, Mark Barron. Okay. Gun tight. Gegen tight spiele ich ungern. Cover 2. Tackle. Pride kommt gerade noch ran und tackelt. Nehmen wir 3. und 2 an der Smoke. Kommen wir mal ein bisschen. Ah! Bisschen Saft rein. Short. Vermutlich wäre das andersrum besser gewesen, aber. Dammit! Flagge. Was war die Flagge? Wir müssen jetzt hoffen, dass es Holding ist. Jawohl! Das hilft uns doch sehr. Das hilft uns doch unglaublich. Running back darf er, wenn er will. Haben wir. Nixes. Das ist zu simpel. Da habe ich Mark Barron vertraut, dass er das Tackle 1 einsetzen kann und konnte auch. Von Elder. Nee. Muss mich hier nicht umhauen lassen. Können wir auch an der 17 anfangen. Gerade wenn wir 21-3 führen, da gehen wir doch natürlich. Ah, ich bin in irgendeinem komischen. In irgendeinem komischen Package drin gewesen. Also, habe keine Auswirkungen davon gemerkt, aber ich habe mich gewundert, was da unten für ein Symbol war gerade. Wir tossen mal. Oh ja, Rotation, falsche Richtung. Come on. Snap. Danke. Nein, die werden einfach beide durchgelassen. Ey, meine Vorblocker sind so unfähig, wirklich. Saftköpfe. Hab ich einen Dive mehr, ne? Na, wir können versuchen zu benden. Oder auch nicht. Whip. Ah, zu früh. Dumm. Mein Fehler. Ihr wisst, ich bin nicht der beste Runner. Ich bin nicht der allerstickigste Typ. Ich laufe ungern Kurven und so weiter. Oh, shit. Glück gehabt. Wer ist denn 30 und warum spielt er so krass? Nehmen wir. Oh. Okay, der nullte Rushing Fumble diese Saison. Weil es scheinbar auch kein Fumble war. Ich bin gerade sehr verwirrt, was hier los ist. Es war eine Fumble-Animation. Sie haben auch Fumble gesagt. Es ist auch eindeutig ein Fumble, aber die spielen einfach weiter. Na gut.
The Panthers on third down. They've been very good, 5 for 7 thus far. This will be 3rd and 6. They stay on the ground. Speed. Ach, schade. Ich wollte auch gerade wieder nach vorne springen, aber da war nicht genug Platz, um wirklich noch zu springen. 4. und 2. Dann punten wir halt. Ja, Pilati war sogar richtig, habe ich gerade gesehen. Cool. Ah, ich glaube, der geht in die Endzone. Oh nein, komplett verschätzt. Butz! War kein guter Butz. Jungs. Wurz, kein Bock zu fangen. Hat er die Fußschritte hinter sich gehört? Bisschen Angst gekriegt? No! Das ist doch schon wieder Go-One Short. Jawohl. Go-One Short macht ein starkes Spiel. Derrick Brown fällt nicht wirklich auf. Nein. Aber die haben halt auch nie wirklich sonderlich lange den Ball. Ah, shit, ja, gut. Zu viel Angst deep gehabt. Oh Mann, das ist Dante Jackson, nicht Dummkopf. Da muss ich gar nicht so Angst deep haben. Ich meine, manchmal ist Speed auch egal, wenn du einen guten Release-Receiver hast und der den Cornerback komplett im Release kaputt macht. Dann ist es in Madden teilweise so, dass sie dann einfach 50 Yards hintereinander herrennen. Einfach mit genau der gleichen Geschwindigkeit, obwohl der Corner zum Beispiel 5 schneller ist oder so. Also es ist nicht so wichtig, wie es sein sollte, aber trotzdem muss ich da mit Dante Jackson nicht so viel Angst haben, wie ich gerade hatte. Ah! Oh, beinahe da gewesen. Oh ja, Boston bleibt drin. Ah, schade. Nice, der war zu lang in der Luft. Der war zu lang in der Luft für so einen erfahrenen Safety wie Trey Boston. Das wird nichts. Ei! Glück gehabt. 98, komm, den kriegen wir noch über 100, Jungs. McCaffrey hat sich's verdient. Erste Woche direkt mal 3 Touchdowns, über 100 Yards. So kennt man ihn. Outside kriegen wir die heute irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso, aber die sind. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ist bestimmt Tackle for Loss 4 Yards oder so. Oh, nope. Ah, ja, schön. Wir rennen mal wieder einfach am DB vorbei, glaube ich. Blocklogik ist so im Eimer. Kann mir das bitte jemand erklären, wie sowas passiert? Also ernsthaft, nicht im Sinne von, oh, kann mir jemand erklären? Wirklich einfach. Warum ignorieren die den einfach? Wenn die droppen, habe ich 10. Ah, nicht gedroppt. Dammit, dann wird das wohl auch nicht mehr mit über 100, so wie es aussieht, war. Es sei denn, wir callen jetzt mal einen. Hab ich einen Draw gehabt? Ach, das war ja die dumme Taysom Hill. Ja, wir machen es einfach trotzdem. Aha, da sind 100, let's go. Nehmen wir. Two-Minute Warning, wir 57? Kann man mal probieren, wa? Wir lassen die Uhr sowieso runterlaufen. Aber dann 57, ich glaube nicht, dass wir uns freezen. Da können wir versuchen, ein bisschen was für die Statistik zu machen für Graham, genau. Ich bin nicht so geil mit diesen Timing-Zeugs, aber... Oh, wir haben den Wind ein bisschen gegen uns. Ah, das könnte zu wenig sein, wa? Unten gut getroffen, aber es könnte zu wenig Power sein. Oh ne, der war drin, gerade so. Gerade so. Nice. Erfolgserlebnis für Graham Gano. FSU. Jetzt mal gucken, ob die noch großartig was probieren oder ob die kapitulieren und quasi nur noch laufen. Ich frage mich, was passiert ist nach dem ersten Drive. Die haben uns im ersten Drive so fertig gemacht und danach irgendwie nicht mehr. Naja, sie kapitulieren und callen ein Draw. 8 für 14. Wowza. Ja,
shit. Okay, vielleicht kapitulieren sie doch noch nicht. Wenigstens hat er über 100 Passing Yards jetzt. Wir matchen mal. Nice. Wright sammelt auch Tackles heute. Oh, Jackson beinahe da gewesen. Jackson beinahe da gewesen. Der kam gut aus dem Break raus. Shit. Oh, komm schon. Nicht, dass sie wegen so einem Bullshit jetzt noch einen Touchdown kriegen, weil ich irgendwelche falschen Spieler krieg und am Defensive Tackle hängen bleibe und sowas. Das wäre ärgerlich. Laufen die jetzt sogar? Kann ja nicht sein. Nee. Dankeschön. Nehmen wir 24-3, also der Endstand. Wir knien jetzt einfach ab. Mark Barron nochmal schöne Interception eingesammelt zum Schluss. Stabiler User. Nicht perfekt und so. Ich würde mir sowieso nie allzu sehr auf die Schulter klopfen für einen User gegen die CPU, aber war eine gute Laufbahn, sagen wir mal. So, das war's. Danke dafür. 24-3, erstes Spiel beendet. Sean McVay ist traurig. Wir sind glücklich natürlich. Defense sehr stark, überraschend stark. Und McCaffrey natürlich offensiv alles gemacht. Cool, Woche 1, also 1-0 gestartet. Wir überspringen mal den ganzen Quatsch hier, gucken wie immer trotzdem noch die Stats an. Kommentatoren bitte einmal den Schnauz halten. DJ Moore 0 für 0, das ist natürlich echt eklig. Nicht so gute Passer-Ratings heute. 61% Completion Percentage, beide. Wir haben halt nur 13 Attempts gehabt. Rushing 4-7 für McCaffrey, 3 Touchdowns. Nice, Receiving Yards. Ian Thomas am meisten, aber da war auch nicht großartig was los in dem Spiel. Defensiv können wir noch gucken. 3 Sacks Aaron Donald. Wir hatten 0 als Team. Dafür allerdings 3 Interceptions. Mark Barron, Tyre Whitehead, Trey Boston. Gefällt mir. Solo-Tackles vielleicht sogar? Ah, nee, okay. Nevermind. Ich dachte vielleicht sogar Pryde. Ich habe mich nur zufällig an alle erinnert, aber er hat halt nur 3 gehabt. Na gut, kann man auf jeden Fall so nehmen. Lasst mich wissen, was euch nicht gefallen hat. Also, ich würde mit den Slidern, wie gesagt, gerne noch 1-2 Wochen warten, um zu gucken, wie dann das Urteil ausfällt. Denn einzelne Spiele können halt wirklich immer arg random sein. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwas anders haben wollt, dann lasst mich wissen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die erste Folge gefallen hat. Ich habe sehr, sehr Bock drauf. Das Team macht Spaß. Sowohl defensiv als auch offensiv. Wenn Shaq Thompson dann wiederkommt, defensiv macht es nochmal mehr Spaß. Aber da haben wir erstmal noch 4-5 Wochen ohne ihn. Also ja, wird auf jeden Fall geil bleiben. Und ich rechne schon ein kleines bisschen mit den Playoffs, muss ich sagen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie eben erwähnt, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.